So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Batman Arkham Knight. Okay. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben jetzt alle Leute hier ausgeschalten. Stack hat er jetzt ja, in die Bewusstlosigkeit, kann man so sagen, geschlagen. Und wir gehen durch diese Tür. Ego-Perspektive. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Ah, ist schon gut gemacht. Wie er grinst. Bah! Heath Ledger hat ihn gut gespielt. So. Und das erste Mal, wie ich gespielt habe, habe ich den rechten genommen. Wer? Nur wer? Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da! Mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Knifflig, oder? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? Ich habe den auf der rechten Seite genommen und es war falsch. Ich nehme jetzt einmal den linken. Mal schauen, was da passiert. Wahrscheinlich genau das Gleiche. Die rechte Entscheidung zu treffen ist so schwer, nicht wahr? Aber was hast du für eine Wahl? Scarecrow links liegen? Und deine geliebte Stadt zerstören lassen? Links? Er sagt selber? Nein. Also so oder so. Beides ist falsch. Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was? Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Na, dann gehen wir's an. So, wir spielen jetzt den Joker. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das noch schlimmer wird. Bemerkenswert, diese Brutalität. Na komm her. Du hast diese Männer beinahe umgebracht. Du warst... Los jetzt! Erledige ihn! Sieh ihn dir an! Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Gut! Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Lol. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt?
Na, da gibt's eine auf die Mütze. Und wir werden immer ramponierter. Sir Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes. Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich. Keiner weiß, was er ihr antun wird. Natürlich beeilen wir uns. Keine Angst. Keine Angst. So, aber wir machen natürlich straight weiter mit der Hauptmission. Nämlich ihr müsst wissen, was jetzt passiert. Passt auf. Jetzt wird's nochmal lustig. Das haben sie jetzt neu eingebaut. Schaut cool aus, oder? Fett aus, oder? Mir gefällt's. So. Jetzt sind wir gleich wieder bei der Barbara. Flatter, flatter, flatter. Ich war in Blackgate, im Asylum und in Arkham City. Hab Batman nie zu Gesicht bekommen. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte wohl einfach Glück. Wartet, ich glaube, wir müssen ganz runter. Bin mir jetzt nicht sicher. Schauen wir mal ganz kurz. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Ich glaube, das ist ein Balkon. Genau, ja. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ich glaube, das sind eh keine Gegner, oder? Weißt du, ich glaube, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Das überrascht mich. Ja, ich habe schon Cops, Sanitäter, Küstenwächter, wo? Jäger getötet, aber keine Feuerwehrleute. Dann ist heute Nacht ja was ganz Besonderes für dich. Wir töten seine Irre. Er kann nichts. Da unten ist ein Feuerwehrmann, den holen wir uns noch vorher. Dann will er auch das ganze Set. Na, dann gehen wir's an, oder? Grüß euch. Bam. Dann gehen wir's an. Ja, bewaffnet ist der Mausibär. Ja. Was willst denn du tun? Ah, du, ja, die haben mehr Chancen gegen mich. Hey, Batman, fang. Oh. Und drüber und gib ihn. Bam, bam, bam. Jo, genau. Mit dem Messer auf mich losgehen. Ihr seid ja alle sowas von stark. Zeig euch mal was. So schaut's aus. Seht ihr das, wie schnell ich mich bewegen kann? Und der zweite weg. Und der nächste weg. Jo. Diesmal habe ich richtig gedrückt. Jo, genau. Und? Schlaf gut. So, wir haben einen Polizisten gerettet. Aber das ist doch nicht vorbei. So, dann befreien wir mal ihn. Servus, grüß dich, gell? Was zum Teufel ist passiert? Ich erinnere mich an nichts. Ihr Fahrzeug wurde angegriffen. Sie und ihre Mannschaft wurden in Geiselhaft genommen. Komischer Bug. Was, Batman? Nicht mal du kannst Gotham dieses Mal retten. Schaut euch den Bug an. Schaut euch den Bug an. Entschuldige, wenn ich da reinrede, aber das ist ja unglaublich. Schaut, wie klein der ist. Das ist ja unglaublich. Der war vorher so groß wie ich, glaube ich, oder? Na gut, mir ist wurscht. So, wo ist jetzt dieser... Genau, da hinten war er. Der Riddler hat eine Roboterarmee erschaffen. Oh Mann. So, was jetzt passiert? Haltet euch fest.
Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment. Wir beide wissen, dass Angst theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich habe das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es ihm. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht. Das lasse ich nicht zu. Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein, Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus Decks Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod. Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Er ist total angepisst, Joker. Er will uns unbedingt haben. Ja, Barbara, tut es mir irrsinnig leid. Aber Scarecrow hat vollkommen recht. Alle, die Batman folgen, dem bringt er den Tod. Es sollte ja auch angeblich der letzte Teil sein. Der Batman-Era. Schauen wir mal, ob das wirklich so wahr ist. Ich weiß es noch nicht. Und ich möchte es auch nicht wissen. Bitte tut's mir nicht spoilern. Und wir gehen straight zu Poison Ivy. Batman, was im Unterschlupf passiert ist, war kein grausames Spiel. Es musste sein. Ah, was ich euch noch zeigen kann. Ich muss nur kurz auf ein Dach. So. Wir können jetzt sogar... Moment. Hier, wir können jetzt sogar schon wieder diese Fledermaus machen. Das habe ich ja vorher auch nicht mehr machen können. Ich zeige euch einmal, was er das sagt, wenn ich das auswähle. Sir, die Fledermaus-Kreatur wurde mehrfach auf Bleak Island gesichtet. Beeilen Sie sich oder sie wird Ihnen entkommen. Okay. Dann machen wir die zuerst. Irgendwas schießt da auf mich. Ich glaube, das ist der... Ah, genau, das ist der Hubschrauber da oben. Schnell weg da. Ich will ja nur da runter. Ihr müsst nur ganz tief fliegen. Eigentlich dürft ihr euch dann gar nicht mehr da erwischen. So, schauen wir uns ein bisschen hier um. Oh, schau ich an. Gegner. Was wollt ihr gegen mich ausrichten? Ha? Du auch noch? Schlaf gut.
Ja, kommt's nur alle. Ein bisschen Training schadet nie. Ich weiß, ihr möchtet wissen unbedingt, wie es weitergeht. Aber da müssen wir jetzt warten. Nämlich, das kenne ich selber auch noch nicht. So, geh schlafen. So. Wo war denn das jetzt? Nochmal darauf. Mal einen besseren Überblick. Da kommen die. Moment. Da! Da fliegt sie. Da fliegt sie. Schnell rauf da. Wahrscheinlich das gleiche noch einmal. Wo ist sie? Da unten fliegt sie. Okay. Schnell rüber da. Komm. Gib Gas. Da Wurm. Super. Schön. Schnell. Da ist sie. Geht sich das aus? Ah, oh, diesmal ist sie ziemlich schnell. Wenn du mich fragst, könnte es jeder dieser Verrückten aus Arkham sein. Wer will Batman denn nicht tot sehen? Komm her, du mieses Mistviech, du. Oh, die fliegt irgendwo um und um da. 1, 2, 3 und zack. Gehen wir mit Schwung. Wo ist sie? Unter mir? Nein, das war zu weit. Ja, das ist gut. Und geht schon. Runter mit dir. Geht sich's aus? Jau! Wir haben ihn. Button smashen oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Das ist für mich vollkommen neu jetzt. Gegenmittel bekommen, aber es hat nicht gereicht. Ich muss ihn finden und ihm noch eine Dosis injizieren. Nein! Nein, ich muss ihn nochmal finden. Ich habe gedacht, der letzte Punkt wäre, dass ich gegen ihn kämpfe oder sowas. Hat die ganze Frontseite angegriffen. Ach Gott! Okay, Moment mal, wir schauen ganz kurz. Ja, okay, gut, jetzt ist wieder geschlossen, aber naja, wenigstens haben wir den zweiten Teil mal von dem auch gesehen. Das ist für mich auch vollkommen neu gewesen. So, aber jetzt auf geht's zu Poison Ivy. Fürchte dies, fürchte das, Mann, ich wünschte, das Scarecrow würde mal mitsetzen. So. Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! So. Runter mit uns. Wir stellen uns schön wieder hin. Und raus mit dir. Auf geht's zu Ivy. Grüß euch, Burschen. Also, X. Entschuldige. Schön, dich zu sehen, Batman. Danke. So, warum der grün leuchtet? Ich habe keine Ahnung, vielleicht war das mal einer, den wir verhört haben, gerettet haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Comments schreiben, ich weiß es wirklich nicht. Wir können mit denen und mit den Typen da reden, aber mit dem nicht. Ich habe keine Ahnung, warum der grün leuchtet. Schaut's mal. Ja, schaut schon ziemlich voll aus, oder? Ah, ja. Ja, es wird immer voller hier. Alles in Ordnung? So, und hier haben wir eine Statistik. Zellenbelegung zu 16%, schon aufgefüllt. Arrestzellen 17 von 97. Und in, in der Hochsicherheitszone einer von 11. Ja, ich bin gespannt, wer da noch reinkommt. Poison Ivy ist natürlich die erste gewesen. Aber die nehmen wir jetzt wieder mit. Dein Geplapper hilft uns auch nicht weiter. So viel ich jetzt weiß. Brauchst du was?
Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein, sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Dun, dun. Ja, sperren sie Gordon ein. Sonst geht er wahrscheinlich in Rage. Ich, da hinten war ich auch noch nie. Hast du gesehen, woran dieser Schmierfink im Verhörraum arbeitet? Was, Ryder? Hat was mit Religion zu tun. Würde mich nicht überraschen, wenn uns der Kerl für eine Seance da reinzerren würde. Da hinten war ich noch nie drinnen. Schaut's mal. Oh, guckt's mal. Nein, runter. Geh raus da. Ich kann aber... ich kann da nichts verwenden. Aber ich kann's. Markieren kann ich's, okay. Nur wenigstens markieren kann ich's. Ich kann da drinnen kein Explosivgel verwenden. Ansonsten hätte ich das jetzt einfach aufgesprengt. Da bist du ja. Sieh mal, das sind meine Sachen. Das ist also mein Andenken, was? Ah, nicht mal eine Statue. Die meinen wohl, sie könnten mich einfach zu den Akten legen, oder? Ich bin nicht ohne Grund zurückgeschickt worden, Bruce. Und diesmal wird mich sicher keiner vergessen. Okay. Hier können wir interagieren. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mit was? DSL? Ich muss mir das noch anschauen. Das ist gut für mich. Das werde ich euch dann aber später erst erzählen, was ich hier drinnen machen kann. Das will ich jetzt nicht im Let's Play ausprobieren. Sonst mache ich irgendeinen Blödsinn. Und das wäre dann, glaube ich, nicht so fein für euch. So, jetzt gehen wir mal zu Ivy. Und vor ihr machen wir Part Ende. Ist gut für mich, dass ich das jetzt auch da so nachgeschaut habe. So, da vorne ist sie gleich. Und ich verabschiede mich gleich von euch, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.